Weil? Irgendwie meine Grafikkarte, gestern hat es noch beim Spiel wunderbar funktioniert, momentan powert die hier extremst hoch. Okay. Weiß nicht, woran das gerade liegt. Wie das auch schon neu gestartet und alles, ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht, haben wir noch irgendwo Aluminium? Weiß nicht, aber ich wollte erstmal gucken, dass ich jetzt überhaupt irgendwie erreiche, weil, ja, ich war ja hier im TS und dann war so, Pucki sagt nix. Pucki hört mich gar nicht. Ja gut, dann gehe ich einfach mal auf den Planeten und warte mal auf ihn. Dann hat meine Grafikkarte diese Spackung gemacht. Dann muss ich mal gucken, woran das liegt. Eventuell werde ich gleich den Rechner nochmal neu starten müssen. Oh ja, das ist ja kein Problem. Ah ne, bei dem neuen nicht, ne? Der ist ja gleich wieder da. Ja, der alte auch, im Grunde. Ja. Der neue ist aber schöner. Ja gut, klar. Ey, ist er leiser, wenn ich mal die Grafikkarte sich schon abspaster gibt bei einem Spiel. Ja, die wird auch schon ihre Gründe haben, dass sie abspastet. Ja, gestern war es aber auch alles noch normal. Chemisch, Harz, Organisch, Hydrazin, Laterit ja, brauche ich. Wieder da. Yep. Geil. Wupp, beendet. Flüster leise wieder alles. Ich weiß nicht, ja gut, weiß nicht, also meine Chill ihre Basics nicht streamen, also ich meine, muss noch zweimal nebenher kodieren, also von daher. Das hatte ich auch kein Problem. Naja, wir schauen mal. Genau. Bis wieder da. Bis gleich. So. Oh, wir haben Raumschiff! Wir haben Raumschiff! Feuer! So, Schmelz oder kein. Wo sind die Lager hin? Hä? Wo sind die Lager mit dem ganzen Gemisch hin? Bin ich jetzt aber ungeil. Hat er gewusst, hier fehlt was? Ah ja, Inventarfall, ja, chill. Ist das aber schlecht? Da bin ich jetzt gerade ein bisschen pissig, weil das war nicht voll viel Gemisch und alles. Muss die Politik schon fragen, ob der das schon weg hat. Wenn ja, wo er es hin hat. Wobei, da habt ihr noch ein Fahrzeug bucht, oder? Ja, ich will auch keinen Rover. Ich will auch keinen Truck. Ich will keinen Shuttle. Ich will ein Raumschiff. Dafür brauche ich 4x Kupfer. Okay, das ist auch in Ordnung. Damit bin ich auch d'accord. Geh mal das Lager her. Heißt, im Ernst, wo sind die hin? Fuck. Das finde ich, das bin, da bin ich gerade gar nicht so amused drüber. Alu, Alu. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Das sind ja verschiedene Ressourcen. Oh fuck man, da sind die despawned. Ah shit, was ist mein Escape-Trick? Also warte, müssen wir erstmal speichern. Ich hoffe, dass sie gerade nur unsichtbar sind. Habitat, das Habitat. So, dann kurz zum Hauptmenü. Machen wir jetzt mal Real Life alles mit hier. Ey, das wäre jetzt aber die Hölle. Wenn das fehlt, wenn das weg wäre, ey, dann krieg ich aber Rohr. Dann rascht der aus. Das ist eigentlich brutal viel. Ja, das ist, man kann es ja da finden, aber. Muss ja nicht sein. Ach man! Das wäre jetzt ärgerlich. Ja, ist weg. Hallo. Bin ich mal gespannt. Ich lasse jetzt mal nebenher GPU-Tweak laufen. Vielleicht sieht man ja was. Ja, Frage. Du hast schon rein zufällig die Gemischlager, die wir hatten, irgendwo anders hingeräumt? Nein, ich habe mich schon gewundert, wo die ganzen Sachen hin sind. Ich habe gesehen, in der Höhle liegt ein Lager. Im Eingang. Höhle?
Ja, im Eingang von der Höhle, wenn da runterläuft, liegt ein Lager. Ich weiß nicht, wie es da hinkommt. Reingeklitscht? Ja, wird reingeklitscht sein. Vielleicht liegen dann dort auch die anderen Lager. Ah, das vermute ich gerade nicht. Doferweise. Weil der LKW hat es nicht auch gerade rumklitscht. Ja gut, kann man wieder sammeln, aber war halt schon einiges. Materialtechnischer Eis und so weiter. Ich weiß es nicht. Wird nur gesagt, was ich da gesehen habe. Ja, liegt alles hier unten. Hat's alles runtergesammelt. Ja, ich hab halt nur eins gesehen. Das nee, war nee, das Posey, alles cool. Ich beschuldige ja keiner. Alles easy. Verräter, eingehen! Hat's alles runterbürstet. Na super. Ach ja, da hat Posey schon mal Beschäftigungstherapie gleich. Ich hatte nämlich eine Anfrage gehabt, gerade eben. Von? Ob jemand zuschauen kann. Ich glaube, das war Svenjas Account. Bin aber nicht ganz sicher. Wenn's Teebeutel war, 98. Nee, hier in Steam. So. Ach so, keine Ahnung. Aber soll sie bei dir schauen, dann hört sie auch wenigstens beide labern und nicht nur mich. Ja. Alu. Alu. Alles Alu. Will aber Kupfermann. Wenn man das noch ändern will, ist er gar Nutzer. Aua. Ja, jetzt chill mal. Boah, jetzt ja. Kommt Asus wieder um die Ecke. Jetzt kommt Asus wieder um die Ecke. Also ja. Aluminium haben wir ja zum Brechen viel, ne? Ah, ich weiß glaube ich warum. Hä? Wieso? Absatz, die er runterziehen will. Mäßig. Ach so. Ich sag's immer wieder, es ist immer wieder gut, wenn man herkommt und jedem Programm sagt, wenn irgendwas läuft, machst du nix. Nein, das hat er gerade eben. Ach so, gerade eben, ach so. Hat er mich gefragt, ob er es runterladen kann. Und ansonsten, die Asus-Produktregistrierung, die kommt ja jedes Mal. Ja, ich hab's bei meiner gemacht. Habe ich bei meiner versucht, mehrfach zu machen. Der Server steht momentan nicht zur Verfügung. Das ging über eine Woche so und dann war es mir irgendwann zu dumm. Ja, super. So, jetzt auch schon zum Raumschiff hin. Raumschiff, bauen. Ah, guck mal, der 3D-Drucker macht was. Time remaining 0 seconds. Wieso so? Geht der mal durch. So, Einsätze brauchen wir nicht, einen Kran brauchen wir nicht, ein Lager könnten wir draufklatschen. Wäre sinnig sogar. Braucht man viel Gemisch dafür, habe ich jetzt oben. Oh. Ne, habe ich noch nicht, liegt noch unten. Sieht so wesentlich geiler aus. Irgendwas hat die gerade gehabt, die Terra. Ah jo, passiert. Ey, chillst du schon wieder bald 23 Grad. Oh jo. Kommst du denn? Ja, ich hoffe jetzt mal, dass es auch so bleibt. Ach ja, ansonsten, wenn sie halt mal einfach läuft, dann ist es auch nochmal, weil. Ja, meine kommt da mal in Spitze. Ja, es war nur so Verwirrung, weil gestern einfach gar nichts war und es hat mich ein bisschen gerade gestört, dass es auf voller Pulle dann auf einmal dreht. Ich meine, weißt du, gestern hat sie eigentlich gar nicht groß gedreht. Also, wir sind jetzt auf einmal volle Pulle beim selben Spiel. Ja. Gut, vielleicht irgendwas mal runtergeladen oder sonst irgendwas. Gut, hab dann auch gesehen. Ja, gut, runterladen wäre eigentlich egal. Irgendwas hat er schon im Hintergrund geschafft, der Kollege. Nee. Programm, was ja von der Grafikkarte aus verwendet wird. Achso. Steuerung. Hat er jetzt gerade runtergeladen. Okay. Ansteuerung halt und ja, jetzt ist auch wieder flüsterleise. Wie schön. Lager, drei Sitzer, viermal Kupfer. In Arbeit. So, dann bewegst du mal den Arsch hierher, Mr. Posey. Mir ja viel zu tun. Tut mir leid, dass ich also im Spiel irgendwie dreimal laden muss, bis ich bei dir joinen kann. Scheiß Rechner halt. Ja, genau. Aber es ist ja nun
Early Access und Alpha Build, also das sind ja keine Fehler oder sonst irgendwas. Ja, okay, dann sag ich's mal für ganz dezent so, mein Rechner packt's zu streamen, aufzunehmen und zu hosten und alles und naja, ist ein weitaus älteres, die Grafikkarte ist vom Bild her vielleicht besser wie deine, abgesehen vom RAM jetzt, aber die CPU und der Arbeitsspeicher ist definitiv älter. Ja, geht ja jetzt auch wieder alles, guck doch. Ist okay. Und ich bin da, Boogie. Wo bist du? Arbeit im Gegensatz zu dir, Schnorrer. Mach das Ding hier. Befüll's mal, weil mit der Ladung kommen wir einmal aus dem Planeten raus und dann war's das. Mach das Ding. Das backt hier rum. Backt's bei dir auch rum? Nö. Bei mir macht's die ganze Zeit hoch runter Bewegungen. Ja, ich muss ja noch ein bisschen synchronisieren. Du kannst das Ding mal auffüllen, das wäre cool. Das Ding soll ich auffüllen. Ja? Das Raumschiff? Weißt du, Boogie, warte. Was denn? Ja, bleib doch. Also ich soll das Ding auffüllen. Ja. Du sagst mir, soll das Ding auffüllen. Ja, du kannst aber, ja, du füllst es auf und ich hole von unten jetzt mal kurz das Material wieder hoch. Warum auch immer hast du es runtergepackt? Musst du machen. Was? Hat's gerade weggeschleudert. Was? Raumschiff. Hä? Hat mich gerade weggeschleudert. Ich komm jetzt erstmal an. Ah, mein Sauerstoff. Ich brauche eine Leitung. Ah, Leitung gefunden. Hä? Das backt da rum, hab ich doch gesagt. Das hat mich gerade volle Kanne weggeschleudert. Das ist böse, das hat mich weggeschleudert. Das hat Aua gemacht. Ist ja was gegen Russen. Nee, Spaß. Ja, dann hol die Lager aus dem Dings raus. Okay, aber ich gehe da nicht hin. Das macht Aua. Ach jetzt, Flame halt. Alter, das Ding hat mich gerade einfach mal, keine Ahnung, wie weit weggeschubst. Ach jetzt, gibt Schlimmeres. Hat Kelvin sie eventuell hier runtergebracht, die Lager? Nein, weil sie gerade eben noch oben waren. Und Kelvin wird's nicht runter tun, wozu, wenn wir sie oben brauchen? Das wäre unlogisch und Kelvin arbeitet nicht unlogisch. Ja, weiß nur so eine Sache, weil die hier so schön stehen. Nee. Ja, ich habe sie wieder ordentlich hingestellt, deswegen, weil sie gerade eher bestellweise im Boden backt sind und alles. Achso. Deswegen. Mal rutschen. So füllen wir das schon einmal auf. Zack. Da waren nur noch die beiden Lager gewesen, oder? Ja. Dann noch die zwei. Ja, mit dem einen komme ich gerade hoch. Okay. So, Hydra 10. So, ablegen. So, das ist voll. Packt immer noch rum. Ach jetzt. Das war eigentlich schon wohl witzig. Ich war da hier irgendwo hinter diesem gelben Ding dort auf einmal. Okay. Ja, dieses Energieding da hinten, ne? Ja. Dahinter bin ich irgendwo hingeflogen. Okay. Will da nicht näher dran gehen, das kickt mich gleich wieder. Ich seh's kommen. Ach, jetzt lauf mal kurz hin, dann seh ich's vielleicht auch, wie es dich kickt. Nein, das kickt mich wieder. Ich will nicht gekickt werden. Bisschen russisches Chickenhuhn, hä? Guck, mach doch nix. Kann mich nicht bewegen. Passiert. Du sollst auch nicht anstupsen. Ich hänge nur irgendwas drinne. Sehr unsynchron noch. Kohle? Hä? Ja, aber ich finde, es läuft trotzdem flüssig, das hat was. So. Dann das nächste Lager. Müsste meine eine Solar und eine Solar mit sein, ne? Oder machen wir das anders? Ne, ich glaube, machen wir das anders. Wir gehen nochmal zum Mond und gucken, was wir auf dem Mond noch alles finden. Materialtechnisch. Wir sollen allerdings dann. Wollen wir Lager mitnehmen noch, oder? Wie meinst? Auf dem Ding? Auf der anderen Seite? Nee, die will ich freilassen für ja. Forschungssteine. Okay, ja gut, dann. So, ja, nee, nicht einfach losstürmen, Posey. Ich brauche jetzt auf jeden Fall noch Gemisch und so weiter. Müssen ja Verbindungen noch herstellen, gleich.
Also, ich bin wieder Pack. Ah, was für ein Gemisch. Wir haben keins mehr. Okay, Pausi, wir fahren erstmal Auto. Komm mit. Halt! Wir brauchen ein Lager dafür. Hast schon eins? Ja, den sind ja auch noch, glaub, leere. Die können wir mitnehmen. So. Ja, eins können wir noch mitnehmen. Jeps. Und warte mal, ich will noch schon am Drucker was schauen. Windturbine. Aluminium. So. Wunderbar. Das klumpt keinen Zweck. Dann kann die Windturbine hier drauf. Und dann will ich noch ein großes Solarmodul bauen. Burghof, Batterie, Generator, Einsitzer, Solarmodul. Da brauche ich Gemisch dafür. Tja. Verdammte Axt. Ah, doch, da drüben ist noch was. Einmal. Zweimal. Also würde für unsere Expedition nicht ausreichen. So. Jetzt komm. Zip. Da drauf. So, da ist die Energieversorgung stabil ist. Okay. Mr. Posey? Nein, 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 nein. Oh Gott, was, Alter. Das erinnert mich so an die Lego-Spiele von damals. Vom Fahrgefühl her. Ja, ja, aber echt. Krasser Shit. Oh, ich häng. Doch, bist du hängen geblieben? Nee, ja, mit dem Fahrzeug. Genau, mit dem Fahrzeug. Mhm. Oh, KB, ich hätte noch was rausgefunden. Das machen wir dann wieder, wenn KB da ist. Okay. Holst du kurz die Energie? Ja. Ja. Und zwar ist das Solarmodul da hinten betrifft. Warum kannst du... Ah, jetzt. Ja. Und dann kannst du eins vorne ranklatschen, wenn es geht. Hm. Hat nicht ganz gereicht. Ja, fürs vierte war es, glaube ich, reicht es nicht ganz. Oder fürs dritte? Nein, fürs dritte. Okay. Kannst du einen von den Energiebomben davon randrücken? Vorne dran? Ja, okay, dann geht's nicht. Nein. Okay. Gut, abhalten. So. Los geht's. Ah, lädt sich eh gerade auf. Perfekt. Fahrtwind. Sie wissen ja, die super mega Quelle. Pass auf. Aber auch. Pass auf. Nein! Pause! Ich glaube, ich bin tot. Ja, das ist ein X. Was? Was ist für ein Bullshit? Jetzt falle ich durch die Welt. Ja, drück Escape, drück schnell Escape. Passiert nichts. Nur einmal Escape. Ja, und dann? Kann sein, du fliegst hoch wieder. Nein, ich fliege irgendwo rum durch die Welt und sterbe. Ja, dann lock dich schnell aus, komm. Bin ich tot. Ah, jetzt lebe ich wieder. So, wo bist denn du? Das wüsste ich auch gern. Na, jetzt komm. Ja, zack, rein. Hast du nicht mitgeguckt, wo du lang gefahren bist? Ah, doch schon. Jetzt muss ich aber erstmal kurz hier. Da! Schauen, dass ich wieder. Hast du aus dem Auto gekickt und dich nett? Ich bin aus dem Auto geflogen, mein Freund. Ach, du bist wohl besser dann gelandet, nur, oder was? Ja! Das Glück hatte ich dann. Ja, gut, mich hat's ja einfach nur komplett rausgehauen, hast du ja gesehen. Naja. Ich brauche hier mal eine Rampe, ne? Ich bin mal so frei. Ja, ich würde gern wissen, wo du bist. Wüsste ich auch gern. Also kannst du mir keine Himmelsrichtung sagen, in die wir gefahren sind, circa? Wo standen wir? Wir standen hier, das heißt, wir müssten dann theoretisch Süden gefahren sein. Ja. Ein Stück kann ich dir entgegenlaufen, vielleicht sehe ich dich ja dann. Zumindest solange wie die Verbindung reicht. Ja, lass das. Oder mir doch noch einmal noch anderes Fahrzeug am Start. Meine nicht. Okay. Gemacht habt.
So, jetzt bauen wir eine saubere Rampe. Den ganzen Weg lang war ja hier noch die Verbindung bei uns entlang gelaufen. Ja? Das war ein bisschen schräg jetzt. Jetzt aber warte mal schön, jetzt muss ich schon gucken hier, weil das ist ein bisschen fummelig manchmal. Nein, das soll ich schon nicht machen. Nein, ist allzu schräg. So. Hallo Xarazan. Xarazan. Oh cool. Das ist alles nicht so der wahre Hitkreis. Müssen wir zum Fahrzeug zurück. Guck, ob das klappt so. Ob da hochkommen. Ja, ich sag, dann bleib dort, weil das ist sonst. Ich kann jetzt maximal runterbauen, aber. Ah, nee, das passt gar nicht, das kann ich vergessen. Wieso runterbauen? Hä? Ich hab die Schlucht gefunden, aber ich. Ja. Dann runterbauen und das weiß ich, ob das klappt mit dem Sauerstoff und allem dann. Knapp werden. Ja, ich kann ja nicht fliegen oder sowas. Ja, schon. Sure. Wenn ich da runterspringe, kriege ich Fallschaden. Bin wahrscheinlich tot. Ja. Das ist positiv, dann. Weil ich kann schauen, ob ich auf diese Zwischenebene springen kann. Ich guck mal, ob das klappt, aber ich glaube nicht, das ist zu schräg wahrscheinlich. Wenn ein scheiß Hänger jetzt auch noch dreht. Boah. Jetzt kommt mein Strandbuggy. Oh mein, dieser Dreckshänger, du. Oh, wenige. Ich hab's überlebt, aber ich muss erstmal warten, bis das Rote weggeht. Oder hast du irgendwo hier einen Weg nach unten? Nein, hab ich nicht. War geil, ich wurde aber gerade aufgeladen, jetzt bist du weggefahren. Ah, jetzt hab ich wieder. So. Erstmal gucken, dass ich hier jetzt den Weg irgendwie gescheit hinkrieg. Hallo. Hallo. Es hat echt geklappt, du konntest auf die eine Seite dort springen. So, guck, ob es jetzt klappt. Bisschen nur Wände. Dann schauen wir mal. Nee, ich hab die Schlucht echt viel zu spät gesehen. Auch schon mal ein Stück hoch, dass ich dann nicht im Weg rumstehe. Ja, yep, mach das. Ich hab's gesehen. War dann nämlich noch so ein Oh. Wupp. Bausi, kannst du das mal ein bisschen flacher machen? Du siehst es ja vielleicht hier random, ne? Wär cool. Bisschen Support. Ich geh mich erstmal ganz kurz am Auto aufladen. Ja. Ich geh erstmal am Auto aufladen. Pff, flieg runter, ne? Mach's mal ein bisschen flacher. Kommst du hoch? Nee, da passiert gerade nichts. Wie du siehst, schlussfolgernd. Ich weiß nicht, ob du Gas gibst. Doch, natürlich gebe ich Gas. Boah, diese Kamera ist richtig scheiße. Lass mich mal kurz rückwärts rollen. Vielleicht kriege ich es hin, wenn ich ein bisschen mehr Schwung nehme. Dass ich ein bisschen mehr Speed drauf hab. Ich oben noch, jetzt mal. Warte, geh weg, kommst du hoch und. So, und jetzt Feuer. Komm, zieh! Verdammt! Du hast doch klar! Ich hab Gas. Gibt's Gas, ne? Ja, klar, dann macht dort weh, gibt's dir flach, komm, ab. Passt, super. Ich dachte schon, als willst du mich umfahren. So, steig ein. Bin ich bei dir eingestiegen? Ja. Ja, bei mir wieder nett. Aber du fährst mit, ne? Ich fahr anscheinend mit. Ja, Paul, hier eine Bestunde am Fahrzeug ist ein Fehler, das ist. Ja, warte ganz kurz. Steig dann schon mal aus und steig nochmal ein. Ja. So, bin ausgestiegen.
Na gut, jetzt bin ich anscheinend immer unterm Fahrzeug. Naja. So, jetzt müssen wir noch die zweite Etage hochkommen. Siehst du wenigstens der Akku kurz auf, das bleibt man schön stehen. Hat den Akku aufgeladen. Ja. Wow! Okay! Was macht das Auto? Ja, steig aus, steig aus, steig aus, steig aus! Ja, ich bin draußen. War doch neben dir, hast du nicht gesehen. Naja, wahrscheinlich, weil ich ausgestiegen bin, hat es jetzt rumgespannen. So, bin drin. Jetzt kommt schon rein, da kommt ein Sturm. Also, warte, falsche Richtung. Ich wollte eigentlich das Infoblatt machen, aber gut, dann halt nicht. Ja, als es angefangen hat rumzuspinnen, bin ich ja aus dem Fahrzeug rausgeflogen. Ja, da war ich schon draußen. Da war ich schon draußen. Ja, guck mal, hast du da vorne links neben dir? Was? Links? Die Brocken hier links neben dir, oder sind die nur wieder bei mir zu sehen? Nee, das sehe ich auch, aber das ist gerade egal, wie ich mit dem Ding hochkomme. Ich kann mir größere Sorgen. Kannst du jetzt vergessen, weil so kann ich halt auch. Ja, das ist mal klar, da kommt ja ein Wind. Da müssen wir uns jetzt so einen Weg hochbohren. Ja, jetzt nicht. Ja, sobald es rum ist. Sobald es rum ist. Weil es auch geil ist. Die Windturbine liefert keine Energie. Meinst du, ist es windig? Nein, wieso? Weil die Windturbine dreht nicht. Ah, jetzt. Ja, die hat einen Delay. So, es ist jetzt rum. Schön. So, steig aus. Müssen wir bohren. Ungefähr die Schräge, die ich auch habe. Dann kommen wir mal, kriegen wir es hin. Denke ich. Oh, muss ich aussparen, den Scheiß. So, mal gucken, da hochkommen wir mit dem Bock. Vor allem mit dem verkehrt rumgedrehten Hänger schon wieder. Ich fasse dir es noch oben ab. So. Kannst du mal gucken, ob es. Ja, ich komme nicht mal gescheit vor, wegen dem Scheißhänger, du. Also eine Flip-Mechanik wäre da gut, ne? Ja, das nervt gerade übelst ab. Warte mal. Wow, ja, der zieht mir gerade wieder runter, ich kann nichts machen. Dreckshänger. Ach, Alter, das gibt's doch nicht. Das ist ein verfickten Hänger, du. Ich schmeiß das Ding gleich fort und baue neu. Ich hoffe, der steht wieder. Ja, er steht. Jetzt müssen wir noch hochkommen, vor allem. Ja, wobei, es sieht ein bisschen schräger aus, wir müssen noch ein bisschen abflacher. Na, wo denn? So, sieht doch, das könnte jetzt passen. Keine Energie mehr, ja. Guck mal hoch, vielleicht kann ich den. Aber lass mich mal aufladen. Ich kann dir gleich helfen noch, im Notfall. Aus. Fahr! Er macht da vorne noch ein bisschen flacher, das sieht doof aus. Angehalten? Unfreiwillig. Komm schon, C. Ja, das ist gut so. Weiter! Mein Junge, weiter! Hängt der hinter irgendwo? Nee. Nicht. Ja, dann machen wir ein bisschen flacher Pause hinter irgendwas. Jetzt. Oder bauen hinter hoch, je nachdem. Ja, das war auf alt, ne? Ja, immer noch. Ah, jetzt ist er draußen, der Arsch. Ja. Meine Ach, Fresse. Post. So. Was für ein Kampf. Aber ein Stück weiter nach links, bitte. Ja, wir auch vor. Nächste Schlucht. Nein!
Apropos Schlucht, wo ist denn zu Hause? Da drüben, gut, sammeln wir das mal ab. Ja, also von erstem Auge verlieren, weil sonst sind wir echt im Arsch. Ja gut, der Berg ist ja auch ganz gut zu sehen. Ja. Ah, gemischt, perfekt. Ach, diesmal siehst du's? Ja. Okay. Der Horst Schlemmer sieht's.